Hallo, ich bin Gravyplace, YouTuber und unterhalte euch unter anderem mit meinem Format Griefer Games aktuell. Hallo Gravy, ich hoffe, es ist okay, wenn ich dich Gravy nenne. Alles gut. Gravy, die älteste Folge Griefer Games News, die wir finden konnten, war vom 15.06.2020. Seitdem hast du dieses Format kontinuierlich weiterentwickelt. In diesem Zusammenhang möchte der Superminer gerne wissen, wie kamst du auf die Idee, Griefer Games Nachrichtensendung zu entwickeln? Tatsächlich auf die Idee bin ich gekommen. Das war ja im Prinzip keine neue Sache. Also Harvard hat damals schon News gemacht. Ich glaube sogar Zaptor und die anderen auch. Gamma natürlich. Und das Ding war aber immer, ich habe mir halt diese News angeschaut und habe gemerkt, so, da ist halt immer auch die eigene Meinung so mit vertreten. Und ich achte halt schon sehr darauf, dass natürlich auch in den News, bei mir zum Beispiel jetzt in der Show direkt, diese Meinung eben nicht vertreten ist. Also daher kann man nicht wirklich sagen, dass es jetzt eine neue Idee war, bloß die Art, wie ich es gemacht habe mit dieser Show, glaube ich, war einfach dann nochmal ein bisschen das, was die Leute auch dann daran feiern, sage ich mal. Wenn du an deine frühen Folgen zurückdenkst und sie dir noch einmal ansiehst oder einfach darüber nachdenkst, was denkst du dabei? Ja, was denke ich dabei? Also ich versuche ja schon, dass ich mich auch immer vom Ton her, von der Qualität her einfach verbessere, auch was den Greenscreen angeht. Früher habe ich das ja noch ein bisschen, da merkt man einfach auch den qualitativen Unterschied. Aber ich glaube, das ist halt bei jedem YouTuber so, dass wenn der seine alten Videos anschaut, da man schon merkt, dass man, glaube ich, gewachsen ist an der Sache. Du sprichst des Öfteren von der Redaktion in deinen Videos. Unsere Zuschauer würden gern genauer verstehen, wer hinter der Redaktion steckt und wie du die Themen für deine Videos findest. Die Redaktion ist im Prinzip, also ich muss gestehen, ich mache das Ganze ja also an sich alleine, aber ich habe natürlich ganz, ganz viele Leute, die mir auch da Input geben und so betrachte ich die Leute als Redaktion. Zum Beispiel hier auch Mama Eule von CB4, die hilft mir ganz oft, wenn es um Neuigkeiten geht, die ich vielleicht übersehen hatte. Ansonsten ist es tatsächlich mehr Arbeit, als man sich denken kann für so ein 15-Minuten-Video. Du musst natürlich schauen, dass du im Forum guckst, was gibt's da Neues, was gibt's bei den anderen YouTubern vielleicht Neues auf YouTube, auf Instagram. Also ich schaue da schon ziemlich viel nach natürlich und es müssen halt natürlich auch Themen sein, die die Leute vielleicht nicht ganz mitgekriegt haben, weil viele sind natürlich nicht so aktiv im Forum. Viele sagen, hey, ich bin eher aktiver auf Instagram oder sonst irgendwo und daher versuche ich natürlich da auch die Themen da überall zusammenzutragen. Auch von der Administration ist häufig die Rede. Beziehst du dich hier auf Veröffentlichungen seitens der Griefer Games Administration oder hast du einen direkten Kontakt zu dieser, über die du Informationen erhältst? Vom Kontakt möchte ich jetzt weniger sagen. Also ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass ich ein paar Teamler kenne, aber die geben ja keine Informationen, die jetzt teamintern oder sowas ist. Und das sind alles Informationen, sage ich mal, die man sich öffentlich auch zusammentragen kann oder im Forum eben findet. Ansonsten richtig ist es, seitens der Administration sind immer veröffentlichte Nachrichten, die man auch nachvollziehen kann, seitens Bantor, seitens Abgegrieft, sei es, ja, das sind eigentlich die Administratoren, glaube ich. Von daher achte ich da schon sehr drauf, dass es auch dann Originalzitate sind von den beiden und natürlich auch Sachen, die sie selbst im Forum veröffentlicht haben, weil natürlich soll das jeder User auch nachschauen können, was ich dort veröffentliche. Was machst du, wenn du ausnahmsweise mal keine Themen findest, die du verwenden könntest? Lässt du das Video einfach ausfallen? Tatsächlich gibt es eigentlich so viel, dass das, glaube ich, gar nicht vorkommen kann, dass man das ausfallen lassen kann. Klar, vielleicht gibt es jetzt nicht immer die spannendsten News, aber ich glaube, News gibt es immer und da kann man sich immer was zusammensuchen. Dann ist es halt heute mal eine längere Folge, dann haben wir halt ein paar mehr Scammer oder auch kleinere Themen. Ich mache ja auch viele User-Vorstellungen, mit die Projekte haben. Da, glaube ich, gibt es immer jemanden, der mir schreibt, so, ey, Gravy, kannst du mal was vorstellen? Natürlich kann ich nicht jedes Ding vorstellen, aber
Ja, ich glaube, die News, es gibt immer News eigentlich, wenn man möchte. Du hast es vorhin schon erwähnt, in den meisten Fällen behandelst du die Themen in deinen News wertungsfrei und überlässt die Interpretation den Zuschauern. Wie gelingt es dir, so neutral zu bleiben und bei welchen Themen fällt dir das echt schwer? Wie es mir gelingt, so neutral zu bleiben, ist eigentlich einfach. Und zwar, ich glaube, jeder hat so seine Gedanken zu dem Thema, aber man muss halt in der Sache dann zurückstecken, sage ich jetzt mal. Und im Endeffekt, die User machen sich natürlich ihr eigenes Bild und da kommt dann meistens schon auch seine eigene Meinung zur Geltung. Aber mir ist halt wichtig, auch gerade wenn man von anderen YouTubern oder auch der Administration redet, dass hier einfach wertungsfrei gearbeitet wird und bei welchen Themen ich nichts dagegen sagen konnte, war eben die Sache mit dem Kindesmissbrauch damals. Oder da gab es noch einen ganz speziellen, den kann ich jetzt in dem Video aber natürlich nicht nennen, sonst haben wir da wieder die Sache des Strikes. Und da sind Sachen, da kann man einfach nicht ruhig bleiben, glaube ich. Aber da hatte ich auch noch ein extra Video dazu gemacht und sonst versuche ich sehr, sehr stark, dass das Ganze eben wertungsfrei bleibt. Deine News sind häufig aufwendig und mühsam zusammengeschnitten. Wie viel Zeit fließt alles in allem durchschnittlich in eine einzige Folge? Puh, das kommt drauf an, ob ich das Skript vorher schon geschrieben habe, weil ich natürlich mir da viel skripte. Aber allgemein kommt zusammen, für ein 15 Minuten Video kann man gute 3 Stunden auf jeden Fall rechnen. Das kommt dann auch drauf an, wie viele Szenen ich reingekattet habe, wie viele Bilder ich gebraucht habe, wie viele Screenshots ich mir gemacht habe. Natürlich kann jetzt der ein oder andere sagen, mach halt einfach weniger Bilder, aber ich glaube, jeder YouTuber kennt das. Wenn man sich so das Video dann anguckt, dann will man einfach an dieser Stelle vielleicht noch die Kleinigkeit haben oder die. Aber für 15 Minuten sind schon mal gute 3 Stunden weg. Wenn ich mir wirklich jede Szene nochmal angucke, jeden Cut, dann geht da schon was weg, inklusive Skripten, Aufnehmen. Vielleicht muss man ja auch 2-3 Mal Sachen aufnehmen. Von daher geht da schon gute Zeit weg. KiloAlpha1909 würde gerne wissen, wieso hast du so einen guten Draht zum Gönner und steckst du vielleicht selbst ein Stück weit dahinter? Das Thema vom Gönner ist eigentlich, also ich feiere die Sache auf jeden Fall. Gönner hat hier versucht, was ganz Neues zu bringen, beziehungsweise macht das eben immer noch, glaube ich. Aber nein, ich stecke da auf jeden Fall nicht dahinter. Ich glaube, viele haben es ja auch mitbekommen, ich war sehr aktiv. Der Gönner war jetzt in letzter Zeit sehr, sehr wenig aktiv. Ich glaube, der war einen Monat oder so inaktiv, glaube ich sogar. Und viele haben ja gesagt, eben ich wäre der Gönner, aber es gab ja dann auch dich zum Beispiel, Roach. Du hast das, glaube ich, ja entzerrt, sogar die Stimmenaufnahmen. Und da ist klar ersichtlich, ich bin auf jeden Fall nicht der Gönner, da der ja auch wirklich irgendwelche Rechte haben muss, die ein bisschen höher gehen als wie normale. Und ja, das ist das, was ich dazu sagen kann, ne? Der höhere Rechte haben muss als der normale. Lassen wir das mal für die Spekulationen offen. Dadaki-de würde gern wissen, warum schaust du immer neben die Kamera und hast du vor, das zu verbessern? Das ist tatsächlich so, Dadaki, weil ich keinen Teleprompter habe. Viele Leute kennen dieses Gerät, das wird vor die Kamera justiert und dort läuft ein Text ab. Das Gerät ist aber sehr teuer und darauf spare ich gerade. Das kostet ein gutes, sage ich jetzt mal, wo du dann wirklich einen schönen Text hast und so weiter, an die 400 bis 500 Euro. Da hast du wirklich dann ein sehr gutes Gerät und sobald ich das habe, wird das auch ganz anders werden und dann sieht man da tatsächlich nichts mehr von. Da schaue ich dann nur noch in die Kamera, weil dort eben der Text dann nach unten runterläuft und das ist so die Next Level, die ich mir auch wünsche für die Griefer Games News. Aber da bist du nicht der Erste, das ist schon mehreren Leuten aufgefallen, aber da ich halt auch mit einem Skript arbeite und muss, ist das natürlich sonst ein bisschen schwierig zu handeln. Dann müsste ich mir ja ein Blatt Papier vor die Kamera hängen, das ist auch ein bisschen blöd. Was planst du für die Zukunft? Wird es vielleicht mehr Außenreportagen geben oder vielleicht eine Verknüpfung zum Real Life? Auf was können sich unsere respektive deine Zuschauer in Zukunft freuen?
Tatsächlich hatte ich das Gespräch erst heute mit auch ein paar Usern und Zuschauern von mir und ich möchte nicht nur die Griefer Games News in Zukunft weitermachen, sondern es wird jetzt die nächsten Wochen dann auch eine komplette Gaming News kommen. Da werde ich dann einmal die Woche auch Gaming News vorstellen, jetzt nicht nur seitens PC oder neue Games, sondern auch Hardware und so weiter. Das soll auch in etwa 15 Minuten werden und das ist so die Zukunft, sage ich mal. Ich möchte auf jeden Fall halt Griefer Games Content weitermachen und da auf jeden Fall die News, das ist ja auch sehr beliebt bei den Zuschauern und dann eben auch den Bezug zum Real Life nehmen und hier dann den Weg gehen, dass ich hier auch einmal die Woche eine Gaming News Show mache. Da sind dann die neuesten Spiele drin, die aktuellsten Gerüchte, Release-Daten, auf was man sich freuen kann und so weiter. Gibt es etwas, das du gern schon länger umgesetzt hättest, dir aber die Mittel oder Möglichkeiten bisher fehlten? Oh, warte mal, da muss ich jetzt echt darüber nachdenken. Die Mittel oder Möglichkeiten, was ich gerne umgesetzt hätte. Ja, sehr gerne hätte ich auf jeden Fall mal ein Interview gehabt mit Abge persönlich. Das ist mir bisher noch nicht gelungen, dass ich das geschafft habe. Ansonsten auch Rypex wäre cool zu wissen. Da würde ich dann gerne mal ein Ding drüber machen. Ein paar Developer-Sachen und so weiter. Aber ansonsten fällt mir jetzt nicht viel ein. Ich bin eigentlich recht zufrieden mit dem Content. Ich bin super zufrieden mit meinen Abonnenten und auch mit den Zuschauern. Die geben mir immer wieder Input. Und wie gesagt, das Einzige, was mir dazu noch fehlt, ist eben dieser Teleprompter. Da bin ich aber jetzt momentan eben am Sparen. Und umgesetzt ansonsten würde mir nicht viel einfallen tatsächlich. Wenn du eine Sache, eine einzige auf Griefer Games sofort verändern könntest, was wäre das? Ja, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Griefer Games muss geupdatet werden auf eine höhere Version. Neue Materialien, dann können neue Bauwerke entstehen. Das Problem an der Sache ist natürlich die ganze Dupe-Geschichte und die Bugs, die damit entstehen. Aber ich glaube, irgendwann ist der Punkt erreicht, da kommt Abge nicht mehr drum rum und wird das machen müssen. Man sieht es auch an anderen Servern, dass das stabil laufen kann. Natürlich mit Vorbehalt, dass man das mit dem Test macht, aber ich glaube, es wird niemand drum rum kommen. Viele Leute wünschen sich das. Ich glaube, das ist einer der größten Wünsche überhaupt. Und ich bin schon gespannt, wann es kommt und freue mich sehr drauf, weil wir warten schon sehr lange. Was möchtest du unseren Zuschauern gerne noch mitgeben? Abonniert Roaches auf YouTube und schaut doch gerne mal in den News vorbei. Dankeschön. Ja, an der Stelle vielen Dank, dass ich deine Stimme in meinem Video verwenden durfte und vielen Dank, dass du dich bereit warst, unseren Fragen zu stellen. Immer sehr gerne, mein Lieber. Und ihr habt's gehört, schaut ruhig, wenn ihr hier noch nicht abonniert habt, macht das natürlich zuerst und dann schaut gerne mal beim lieben GravyPlays rein. Falls ihr noch kein Abonnent seid, lasst ihm ein Abo und ein Glöckchen da. Und gebt auch ihr ihm Input. Und wer will, dass er nicht mehr neben die Kamera schielt, sondern durch die Kamera durchguckt, ja, der weiß ja, wie er helfen kann. Ich danke dir. Danke dir, mein Lieber. Haut rein. Ciao, Leute. Macht's gut. Euer GravyPlays. Und euer Rouge. Bis dann. Ciao.